Ja, wir sind mit einem guten Vorsprung in die Jagd gestartet, haben versucht natürlich alles zu kontrollieren. In der Mitte vom Rennen haben wir es leider nicht ganz hinbekommen, allen Teams zu folgen. Sie sind dann zu dritt losgefahren, was es für uns natürlich sehr schwer gemacht hat. Das Feld ist explodiert. Dabei mussten wir auch ein paar Körner lassen, haben dann aber sehr schnell reagiert und gesagt, okay, wir lassen sie rum, müssen damit einfach leben und versuchen dann das Beste draus zu machen. Zum Schluss haben uns alle Teams natürlich auch versucht zu attackieren, weil es da immer noch um den Sieg ging. Und ja, in den letzten 20 Runden macht einfach Iyo Kaiser den ganzen, ja, wie soll ich sagen, er setzt einfach das I-Tüpfelchen aufs I und fährt dann eine wahnsinnig gute Doublette, wo ich dann ja, mich selber erschrocken habe, weil eigentlich waren wir auf Platz 1, wir können eigentlich wieder alles kontrollieren, aber er wollte den Sieg einfach perfekt machen mit einer Runde Vorsprung, dass wir nicht mehr attackieren müssen und so einen Sieg zu feiern, ist natürlich wahnsinnig toll. Ja, das ist schwierig immer einzuschätzen. Es war auf jeden Fall so, dass ich eine riesen Gänsehaut hatte bis in die Haarspitzen und es war ganz, ganz toll. Es macht riesen Spaß, hier mit solchen tollen Sportlern zusammenzuarbeiten und ich denke, es war eine rundherum gelungene Veranstaltung. Eine andere Klasse als im letzten Jahr. Wir haben ein wahnsinnig starkes Team gehabt, die kurz in Bedrängnis geraten sind, aber dann mit Iyo Kaiser den besten Bahnradfahrer aktuell da hatten, der dann mal gezeigt hat, ja, wo seine Stärken liegen und wenn man sieht, wie er dann von der Bahn kommt, fast tiefenentspannt und keine Schweißperle auf der Stirn, da muss man schon sagen, Hut ab, also da ist verdammt viel Potenzial.